tatsächlich wirklich ein sehr interessantes Projekt, was Sie da gerade am Laufen haben. Glückwunsch. Das weiß Gott nicht mein Projekt. Das haben sich die Schüler ausgedacht. Allen voran Paulina Pasulke. Max und Julia waren gerade bei mir zur Recherche. Ach, jetzt wird sogar die Internatsbetreuerin gefragt. Das wird ja immer schöner. Warum nicht auch noch die Putzfrauen? Also, zu dem Thema habe ich ja wohl auch was zu sagen. Nee, das haben Sie nicht. Wir müssen mehr über diese Ingrid rausfinden. Such weiter im Netz unter ehemaligen Listen, Hochzeitsanzeigen, keine Ahnung. Bruno, kannst du mir das Originalbild mal ausdrucken? Nur Problem. Was willst du damit? Den Ausdruck, den halte ich dem Doc unter die Nase. Dr. Bräuning? Logo. Wem denn sonst? Der weiß am besten über Ingrid Bescheid. Er ist nicht hier. Aber er muss. Seine Sekretärin hat gesagt, dass es sich hier mit dem Museumspflegeverein trifft. Da! Muss das wirklich sein? Ich kann das auch allein durchziehen. Warte einfach hier. Nee, wir sind ein Team. Sie finden es also völlig korrekt, dass die Internatsbetreuerin uns bewertet. Sie hat doch überhaupt keine Ahnung von unserem Unterricht. Dafür Menschenkenntnis. Hätte ich in letzter Zeit noch mal öfters mit ihr geredet. Womöglich beurteilt sie mich jetzt als unsexy. Also dann leidet sie ganz bestimmt an einer Sehschwäche, scheinbar. Ein Kaffee, doppelt und stark, bitte. Lass mich raten. Paulina? Dieser Terrorzwerg provoziert mich nicht. Mich nicht. Natürlich nicht. Darüber bist du selbstverständlich erhaben. Könnte ich jetzt bitte den Kaffee haben? Aber natürlich, Schatz. Ach. Ihr beschäftigt euch mit der Geschichte des Schlosses Einstein? Das ist ja hochinteressant. Wir haben da so ein altes Foto ausgegraben. Das ist ja meine Klasse. Nee, jetzt echt? Welcher sind Sie denn? Ich? Ich bin der hier. Ach, und das ist ja Heinz, unser Klassenklon. Was für dichte Haare, er hatte das dann Politiker geworden und jetzt hat er Glatze. Das hat er nun davon. Und die Blonde da sieht echt nett aus. Was ist aus der geworden? Das? Das ist Ingrid. Wo habt ihr eigentlich die Taschenuhr gefunden? In den Katakomben. Ja, wir müssen dann auch los. Max? Punkte spinnst du für Zech? Na, nicht was Humor angeht. Aber er ist immer gut vorbereitet und die Klausuren kriegen wir auch sofort zurück. Dann muss Lachmann aber mindestens 10 kriegen. Ich finde, für Kompetenz hat Zech 9 verdient. Dann kriegt Lachmann aber 10, schon klar. 5791384. Ist das deine neue Handynummer? Zeugnis für Hanak. Also ein bisschen mehr Mühe könntest du dir schon geben. Mhm. Ich bin Elefant. Ich muss meinen Text lernen, sonst kriege ich Ärger mit der Chefin. Was ist mit dir? Willst du nicht auch werten? Geht nicht. Ich sterbe gleich vor Hunger. Oh, dann isst doch endlich mal was Anständiges. Genau, sonst bist du nur noch schlecht drauf. Für die Kunst muss man Opfer bringen, Leute. Ich halte die Diät durch. Bis zur Premiere. Basta. Sollten wir die Erde sieben. Ingrid hat bestimmt einen Fingerring getragen. Wir sollten erst mal feststellen, ob das Opfer wirklich diese Ingrid ist. Es ist Ingrid. Jedenfalls das, was noch von ihr übrig geblieben ist. Ihr hättet Bräuning sehen sollen. Sobald ihr Name fiel, war er total durch den Wind. Und plötzlich wollte er nur noch wissen, wo wir die Uhr gefunden haben. Ich weiß auch genau, warum. Er wollte abchecken, ob wir ihm auf der Spur sind. Jeder gilt so lange als unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist, klar? Thank you.
In Laune verhagelt. Zech, der Blödmann macht voll Terz wegen der Lehrerbewertung. Bisschen Feedback und der Typ rastet aus. Der sitzt am längeren Hebel. Leg dich mal besser nicht mit ihm an. Er hat sich mit mir angelegt. Und dafür kriegt er jetzt die Quittung. Toleranz. Dafür gibt's schon mal satte 0 Punkte. Und für wie sexy minus 10. Also ich weiß ja nicht, warum ein Lehrer unbedingt sexy sein muss. Das Auge lernt mit. Wenn jemand wie Lachmann da vorne steht, ist das voll cool, dem zuzuhören. Und bei Zech kriegt man Augenräume. Kompetenz. Naja, Ahnung hatte er schon irgendwie. Wie war denn das neulich, als du nach Hause gekommen bist? Der Klugscheißer ist ein wandelndes Geschichtslexikon. Ja, okay. Vorbereitung. Na, der muss sich ja nicht vorbereiten, der weiß ja alles. Schweinerei, was? Oh, gut. 9. Spannender Unterricht. Das hängt davon ab, was du unter spannend verstehst. Na, wenn man Bock kriegt auf das Thema. So viel ich weiß, hat's vor Zech noch keiner geschafft, dich für die alten Römer zu interessieren. Das liegt nur daran, dass wir Schüler irre spannende Geschichten über die Gladiatoren ausgegraben haben. Ach, heißt das etwa, der lässt seine Schüler selbstständig arbeiten? So ein schlechter Lehrer scheint er ja gar nicht zu sein. Herrn Dr. Bräuning. Sein Dienstjubiläum? Ihr plant eine Überraschung? Naja, also nicht so direkt. Sitzen Sie gut? Ja. Also, wir glauben, dass er... Also, wir glauben, dass er jemand ermordet hat. Dr. Bräuning, ein Mörder. Ausgeschlossen. Doch, wir haben Beweise. Das deutet alles darauf hin. Die hier haben wir im Kellergewölbe gefunden. Das sind ganz eindeutig Knochen von einem Menschen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine Frau Ingrid Polenz. Eine ehemalige Klassenkameradin von Herrn Dr. Bräuning. Und bei dem Opfer lag eine alte Taschenuhr. Er hat zugegeben, dass es seine ist. Da ist eingraviert Rudi. Und sein Verhalten in letzter Zeit ist auch ziemlich verdächtig. Wir wollten schon zur Polizei, aber dann haben wir gedacht, wir kommen erst mal zu Ihnen. Ja, vielen Dank für euer Vertrauen. Also, das ist wirklich eine ungeheure Geschichte. Glauben Sie uns etwa nicht? Doch, doch, natürlich glaube ich euch, aber unser Schulamtsleiter, ein Mörder, das... Also, ich werde mich darum kümmern und notfalls auch die Polizei verständigen. Müssen wir jetzt als Zeugen gegen ihn aussagen? Ich gebe euch Bescheid, wenn ich Näheres weiß.